Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Farming Simulator 2017. Heute sind wir eine Frau. Nein, sind wir nicht. Aber eine Frau fährt unseren Trecker, das ist unser Helfer. Ey, unser Feldgruppert. Wir waren letztes Mal dabei, Holzstämme zu verladen. Ja, Hündchen vom Nachbar schreit. So. Wir nehmen mal den Anhänger ein bisschen mit. Muss man nicht immer so weit fahren. Das ist schon schwer. Ein bisschen was muss aber noch drauf. Der ist ja noch fast leer. So, abgekuppelt. Ist übelst warm. Ganz stark schon so. Mein Tag hat mit einem Sprung in den See angefangen. Und eigentlich sollte er auch so enden. Bei dem Wetter. Aber nee. Ich muss ein bisschen für euch aufnehmen. So, wir wollen ja dieses Mal endlich unsere Kohle haben für das Holz hier. Und dann können wir hoffentlich auch ein bisschen Schulden tilgen. Wobei wir uns dann ja schon wieder neue Geräte leisten müssen. Also so viel mit Schulden tilgen ist nicht. Ich will zum Beispiel noch ein Mähwerk. Also es gibt noch viele Sachen, die wir brauchen. Fast umgeworfen. Was ich vergessen habe, ist den Cut zu setzen, als unser Traktor umgefallen ist. Aber das wird man mit Sicherheit noch mal schaffen. Wollte ich euch eine Slow-Mo einfügen. So, wir wechseln mal kurz in die Kameraansicht. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, wenn man da einfach die Weite nicht abschätzen kann. Ich will es mal probieren, wenigstens einen Stamm so aufzuladen. Man kann auch nicht nebenbei rausgucken. Das ist doof. Nee, das gefällt mir nicht. Aber weit weg war ich gar nicht. So. Ich verstehe manchmal nicht, weshalb die Stämme hängen bleiben. Okay. Und vielleicht hängen die irgendwie so in der Säge. Ups. In dem
In der, wie heißt sie denn? Volle Gabel drin. Und dass die da einfach nicht mehr rauskommt. Oh, der ist schwer. Da geht unser Trecker schon ein bisschen in die Knie. Der ist vor allem auch groß. Aber es reicht, dass wir ihn hier drauf kriegen. Ich kann natürlich einmal sägen, aber was soll das? Ist ja Ruin. Ich weiß gar nicht, weshalb ich überhaupt aufnehmen wollte mit dem ein bisschen Fenster auf, ein bisschen Lüftchen geht. Weil da sitzen und sich nicht bewegen und nicht schwitzen, das funktioniert nicht. Stell euch mal jetzt vor, ihr müsstet bei dem Wetter auf dem Trecker sitzen und eure Felder machen. Na dann, gute Nacht. Warum geht der jetzt nicht? Achso, der ist schon ganz vorne. So. Aber wir kriegen diese Folge auf jeden Fall einen Anhänger voll. Und wir kriegen das Geld dafür. Und das könnten so 20.000, 30.000 sein. Aus meiner Erfahrung aus. Doof, wenn ich so wenig rede, aber wenn ich schwitze ich so, dass ich gar nicht ans Reden denke. Doofe Ausrede, gell? Naja, denke ich auch immer. Aber es ist halt wirklich so. Wenn wir den Anhänger eigentlich auch vorne dran machen, habe ich da auch so eine Dolly-Anhängerkupplung? Ich glaube nicht. Nee. Boah, sorry. Danke. Ja, unten sitzt jemand, der hat mir Gesundheit gesagt. Oh. Eigentlich ist der Anhänger schon ziemlich voll. Und ich habe doch, glaube ich, ich habe doch den Trecker hier geupgradet, dass der mehr Leistung hat. Dachte ich zumindest. Aber irgendwie kommt er mir schwächer vor. Unser Helfer müsste eigentlich auch gleich fertig sein. Dann können wir den noch säen schicken. Und diesmal auch wirklich Raps. Oder Soja. Und nicht wieder Weizen. Das mit den Bäumen geht voll recht schnell. Das kriegt man heute auf jeden Fall hin. Sind jetzt knapp bei 10 Minuten. Wie gefällt euch
dieses Spiel. Mein, wenn ihr das schaut, spielen wir es irgendwie dasselbe. So ist mein Gedanke. Oder ihr schaut noch andere Leute, die das spielen. Wie spielen die? Was spielen die? Also, ne? Machen die auch erstmal hier auf Forstwirtschaft oder spielen die gleich auf Farming? Das würde mich mal interessieren. Weil ich so gehört habe, dass eigentlich Forstwirtschaft am Anfang am besten ist. Da wird das so ein riesen Stamm. Ja, fällt fast der LKW, der Trecker vorne über. Das, eigentlich müsste es voll den Schlag lassen, wenn der da drauf will. Weil der wiegt bestimmt einiges. Säg mal ab. Hallo? Der Wind. Hallo. Ich will das Bäumchen absägen. €7.000 haben wir noch. Wie viele Bäume haben wir denn? Einen hier. Noch drei. Das sollten wir eigentlich sogar mit dem einen Auflieger voll schaffen. Schwerstarbeit für unsere Maschinen. Es ist wirklich zu krass. Der Trecker muss gerade auch viel schaffen. Ups. Ziehen wir jetzt noch ein bisschen nach hinten. So, nun absägen. Diesmal klappt es wenigstens. Das wäre schon mal positiv.
Nein, 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 nein. Oh, der darf nicht runterfallen. Muss den irgendwie so jetzt drauf boxieren. Nein! Auch genau das wollte ich nicht. Menno. Musst du den Stamm nämlich wieder komplett runternehmen, damit du den wieder gerade drauf kriegst. Das ist nervig. Nicht so lange gedauert. Aber ich glaube, unser Helfer ist fertig. Genau. Ja, mei, dann holen wir mal die Sämaschine. Nee. Und dann gucken wir mal, was wir kommen in dieser Folge. Weil wir wollen ja eigentlich das Feld fertig haben. Wo ist denn die Sämaschine hingegangen? Hat die Beine gekriegt? Ich glaube, ich habe die schon dahingestellt. Einfach mal so abgeschmissen, den Krippe. War fast ein kleiner Drift. So, jetzt drücken wir Z. So, ja, oben. Er sät, wir ernten Holz. Zwei Stämmchen, die müssen hier noch drauf passen. Und ich habe keinen Bock, wegen zwei Stämmen extra wieder woanders anzuhalten. Wegen zwei Stämmen extra nochmal den Anhänger leer zu machen. Nö, nein, nicht so abhängen wollen, ne? So. Nicht wieder zu blöd, die Gabel zu bedienen. Wahrscheinlich, weil ich zu weit weg bin. So passt die ganze Geschichte. Aber jetzt muss ich wieder weggehen, sonst passt da nicht richtig drauf. Der ist ein bisschen lang. Aber ist egal, wir müssen ja nur über die Straße. Und dann laden wir das Holz schon ab. Was hier ein bisschen doof ist an dieser Map ist, die Schilder kann man einfach überfahren.
bei der Amerika-Map, bei der Rally, wenn du da gegen ein Schild fährst, dann fällt es um. Das finde ich eigentlich cool. Da passt man auch ein bisschen auf, dass man nicht gegen Schilder fährt. Aber da es hier egal ist, da die einfach dann stehen bleiben, ist es ja auch egal, ob ich da dagegen fahre oder nicht. Zwei Bäume noch, beziehungsweise einen eigentlich. Der da dann vorne noch liegt und dann sind wir fertig. Kann man den noch irgendwie ein bisschen herholen? Nee, egal. Hoffentlich kommt der Anhänger da drüber. Komm! Du schaffst das! Nicht. Scheiße. Mit dem Anhänger rückwärts ist eigentlich gar nicht so schön. Mit dem kleinen Grünen finde ich es schwerer. Ich hänge immer ab. Warum hänge ich denn ab? Schon keine Ahnung, was ich da manchmal tue. Ja, das Gefühl habt ihr auch, gell? Der Axt, den kriege ich da niemals so drauf. Ich sehe jetzt einfach mal hier schon ab. Dann packe ich noch mal. Dann geht er rein. Dann geht er rein. Sammle auf. Und so voll hatte ich den Anhänger, glaube ich, wirklich noch nie. Toll gemacht. Der liegt optimal, dass du nur noch aufnehmen musst und dann schmeißt du ihn weg.
Mensch! Mensch, Markus! Was machst du denn da? Ach so, Spekulationen vorzubeugen? Nein. Nein, das ist nicht der gesuchte Name. Und den gibt's auch nicht. So, Anhänger voll. Sollen wir die Ladung sichern? Ja. Ladung sichern. Hingehen, erdrücken. Und krass ist, wenn er den Gurt anlegt, die Stämme verändern ihre Position. Wenn wir hier erdrücken, dann geht der oberste Stamm ein bisschen runter. Oder auch nicht. So, wo kann man es angucken? Mal gucken, ob er loskommt. Der fährt jetzt, glaube ich, mit dem Schildkrötengang. Ich glaube, ohne Gewicht hinten würde der vorne in der Luft hängen. Wir fahren jetzt schon hier rein. Ich glaube, das war die Papierfabrik. Wir können gerade mal gucken. Biomasse Heizwerk. Okay. Ins Biomasse Heizwerk fahren wir. Das ist nämlich nicht so weit weg. Oder zahlen die anderen besser? Steht hier gar nicht, nur Hackschnitzel gibt es einen Preis. Und Holz ist wahrscheinlich ein Einheitspreis. 145.000 Schulden. Ja. Achso, das hier wollte ich noch ändern. Das nehmen wir Aufnahme. Speichern. Ja, bitte überschreiben. Okay, also wir fahren einfach hier drüber. In dem Bereich hier nehmen sie Holz an. Stämme. Also 24.000. Und hier würden sie Hackschnitzel annehmen. Okay, Hackschnitzel kommen hier eben wie gesagt hier rein. Und der andere Holzbedarf ins andere. Den Kreisverkehr nehmen wir mal ordnungsgemäß mit. Und dann war es das auch für die heutige Folge. Sind wieder knapp 30 Minuten geworden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hier haben wir alles weggeschafft mit einer Ladung. Wir müssen jetzt irgendwann demnächst noch hier neue Bäume pflanzen. Das war jetzt auch wieder ungeschickt. Ich mache so viele ungeschickte Sachen irgendwann. Steht immer ankuppeln. Bin ich jetzt so blöd, wie ich aussehe, oder ankuppeln? Na also, jetzt geht's doch. Aber jetzt kommen sie die zwei in die Quere oder was? So, ab nach Hause.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.